Something in the air. Ja, hallo, ich habe jetzt den Herrn Guido Friedrich Weiler bei mir aus der Kanzlei Weiler. Er ist ein immer wieder gern gesehener Gast bei uns und ist auch schon bei einigen Fachmessen dabei gewesen. Ich freue mich heute ganz herzlich, dass er Zeit gefunden hat für ein Interview. Er ist immer sehr beschäftigt und er ist halt der Anwalt, dem unsere Kunden wirklich vertrauen. Deshalb frage ich Sie einmal, Sie haben heute einen Vortrag gehalten über die DSGVO, das haben Sie auch schon bei der letzten Fachmesse. Was hat sich denn in der Zeit jetzt so geändert? Wie waren die Reaktionen unserer Kunden darauf? Ja, nach unseren ganzen Vorträgen und dem ganzen Hype, den das Thema in der Öffentlichkeit genießt, haben die Kunden natürlich die ersten Versuche unternommen, dem Ganzen gerecht zu werden, manche übertreiben, und es ist jetzt sozusagen die richtige Spur zu finden, das heißt also den Leuten zu sagen, wo sie übers Ziel hinausschießen, dass natürlich nicht alle Daten gesperrt werden, sondern dass es um personenbezogene Daten beispielsweise geht. Das war ein ganz wichtiges Thema, den Leuten nochmal die Augen zu öffnen, dass jetzt nicht alle Daten gelöscht werden, sondern ein paar braucht man ja vielleicht auch noch, dass man es auf die Spur bringt. Und heute war das Primärthema, nachdem die meisten Unternehmen ihren Internetauftritt gemacht haben und sich entsprechend aufgestellt haben, äußerlich das Innere zu besorgen, sprich also die Verfahrensdokumentation mal zu erörtern, was muss gemacht werden, was ist, wenn die Aufsichtsbehörde klingelt, wie muss man innerhalb der vorgegebenen 72 Stunden aufgestellt sein, also reagieren, was für Informationen brauchen wir, das Interne, die Hausaufgaben, die gemacht werden, das war so das Kernthema, das wurde ganz gut aufgenommen, habe ich den Eindruck, viele haben entdeckt, oh, da haben wir noch nichts gemacht. Die EU-Datenschutzgrundverordnung kam ja auch recht überraschend, ne, 2016 bekannt gegeben, erst 2018 haben viele das gemerkt, so ähnlich wie Weihnachten, Neujahr kommt auch immer, kann man nicht mitrechnen. Und naja, jetzt fangen alle an und jetzt haben wir denen nochmal ein bisschen mit auf den Weg gegeben, was sie als nächste Schritte zu leisten haben. Ich glaube, da haben wir einige gefunden, die Anregungen aufgegriffen haben. Ich habe ein paar Kommentare so in den Pausen bekommen, wäre eine gute Idee, wäre ein guter Ansatz, sie wollten das mal angehen. Wunderbar, also vielen Dank dafür. Und ich bin gespannt, was im nächsten Jahr das Thema sein wird. Vielen Dank Ihnen.